Hallo ihr Lieben, es ist Montag, der 26. März und ich dachte mir, ich starte mal mit einem Weekly Reading und wir versuchen das Ganze mal und gucken mal, was da so dabei rauskommt. Und ja, ich wollte eigentlich letzte Woche schon damit anfangen, aber da ging es mir dann leider immer noch nicht so gut. Ich war die letzten anderthalb Wochen krank. Ich hatte erst einen Magen-Darm-Infekt und danach hat sich bei mir noch eine Magenschleimhautentzündung draus gebildet. Naja, die Magenschleimhautentzündung habe ich auch immer noch. Das dauert auch noch so 2, 3 Wochen mindestens, ehe die wieder gänzlich abgeklungen ist. Das ist so etwas, was man so schön lange mit sich mitzieht, aber es geht so weit wieder, dass ich auf jeden Fall wieder auf Arbeit gehen kann. Aber es geht mir wieder gut, nur so für euch zur Info am Rande. Der erste Arbeitstag heute ist auch gut rumgegangen. Und morgen der Tag geht bestimmt auch wieder richtig schnell rum. Ich wollte nach Feierabend dann nochmal beim Friseur, auch wenn man das gerade nicht mehr sieht. Ich bin auf dem Weg zum Friseur und auch auf dem Heimweg komplett in den Regen gekommen. Und ja, wenn ich in den Regen komme, dann sind meine Haare immer, naja, die machen sich dann quasi selbstständig. Wie bei vielen anderen auch. Und deswegen sieht das hier auch alles nicht mehr schön aus, aber egal. Aber das ist ja ein Weekly Reading, also soll es ja eigentlich darum gehen, was ich gerade lese. Und zwar lese ich gerade dieses Buch hier. Das ist Die schwarze Zauberin von Lori Forrest. Und ich habe da schon etwas über die Hälfte gelesen. Also heute habe ich jetzt gerade mal 40 Seiten gelesen. Gestern waren es 300, heute 40. Und ich muss sagen, und ich kann zu dem Buch nur sagen, dass ich echt schwer in die Geschichte reingekommen bin. Also es hat ewig gedauert, ehe es bei mir so ein bisschen gefunkt hat und ich wirklich auch das alles begriffen habe, was da passiert in dieser Geschichte. Diese Geschichte ist sehr, sehr umfangreich. Also diese Welt, in der das spielt, ist extrem umfangreich. Wir haben in dieser Welt nicht nur Hexen und Zauberer, sondern auch noch Lykaner und dann gibt es noch so Dämonen, also Ikarale oder sowas heißen die. Dann gibt es noch Pokas und dann gibt es noch diese Wesen und dann gibt es noch diese Wesen und dann gibt es noch das Wesen und dann gibt es noch wie heißen die, keine Ahnung, sind sowas wie Wikinger. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten von Wesen und das alles erstmal zu begreifen und sich irgendwie vorzustellen, ist schon mega schwierig. Auf jeden Fall war das am Anfang für mein kleines Köpfchen da oben echt ganz schön viel zu verarbeiten. Und dann ist der Schreibstil von Lori Forrest auch sehr, sehr detailreich und ausschweifend. Was aber dieses Buch definitiv braucht, weil sonst versteht man das alles ja auch nicht. Aber ihr wisst, ich und ausschweifende Schreibstile, wir gehen nicht immer so ganz konform. Und deswegen habe ich da so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Aber ich sag mal so, nach den ersten 180 Seiten, das hört sich jetzt mega viel an, aber dieses Buch hat 600 Seiten insgesamt. Also ich sag mal, nach dem ersten Drittel war ich gut in der Geschichte drin und es hat Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Und ich komme auch gut voran. Das Einzige, was mich nur nervt, ist diese teilweise starke Naivität unserer Protagonistin. Ich meine, die ist irgendwo far, far away in Timbuktu aufgewachsen, ganz, ganz weit weg in so einem ganz mini kleinen Pupsdorf und hatte da nie irgendwie, ja, also ne, die ist da quasi total abgeschieden groß geworden und kennt auch diese ganzen anderen Wesen nicht und die Völker und diese ganze Diplomatie, die da dahinter steht, da hat die auch keine Ahnung von und ist da sehr behütet aufgewachsen. Sie hat auch noch zwei Brüder und dadurch ist sie halt sehr naiv, was viele Dinge betrifft. Das regt mich natürlich streckenweise auf, obwohl es natürlich andererseits wieder zu ihrem Charakter passt. Und wenn sie jetzt zu tough und zu stark wäre, wäre das, glaube ich, auch nicht richtig glaubwürdig. Also das ist schon okay, nur ich reg mich halt manchmal streckenweise einfach darüber auf, weil es mich nervt. Aber ja. Aber im Großen und Ganzen mag ich das Buch bisher wirklich sehr. Auch wenn ich merke, dass das Buch mir nicht leicht von der Hand geht, denn dieser detailreiche Schreibstil strengt mich echt an beim Lesen. Das fordert mich echt. Und ich merke auch, dass ich hier für 40 Seiten genauso lange brauche wie in einem anderen Buch für 80 Seiten. Also es ist schon für mich kein einfaches Buch, aber ich mag es bisher trotzdem. Ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert und was da noch alles da dahinter steht und was da alles noch rauskommt. Und ja, es ist ein Buch, wo die Liebesgeschichte definitiv nicht im Vordergrund steht. Also es deutet sich in diesem Buch schon eine Liebesgeschichte an. Und es geht definitiv auch ums Paaren und Heiraten und verwunden werden und so ein Kram. Aber es ist jetzt für mich jetzt bisher keine richtige Love Story in dem Buch. Und das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt weitergeht und ja, werde jetzt aber nicht mehr weiterlesen. Ich habe heute halt nur 40 Seiten gelesen. Aber das lag halt auch daran, dass ich erst spät zu Hause war. Und dann ist mein Freund in die Nachtschicht gefahren und habe ich mit dem noch ewig gequatscht. Naja, wie das dann immer so ist. Und dann ist der Abend quasi rum. Dann habe ich noch ein bisschen Fernsehen geguckt und jetzt muss ich ja schon wieder ins Bett.
denn morgen früh um kurz vor 6 klingelt der Wecker. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Buch gefällt mir bisher gut, auch wenn es für mich echt nicht leicht ist. Morgen will ich auf jeden Fall mehr lesen wie heute, denn ich will das Buch diese Woche noch beenden, damit ich am Wochenende, wenn ich drehe, meine Buchvorstellung auch gleich dazu abdrehen kann. Auf jeden Fall ist der Plan, dass ich die Woche Die schwarze Zauberin lese und mal gucken, vielleicht fange ich noch ein zweites Buch an, vielleicht noch irgendein Liebesroman. Ich muss mal gucken, wie ich Lust und Zeit habe auch und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch erstmal nicht zu sagen. Das war der erste Eintrag meines Weekly Readings und ich würde sagen, wir sehen uns ja dann morgen quasi wieder, also für euch jetzt gleich und für mich dann morgen und ja, bis dann! Hallo ihr Lieben, es ist inzwischen Dienstagnachmittag und ich bin gerade nach Hause gekommen. Das heißt, ich habe heute noch nichts gelesen, aber die Post war da und ich habe ein Paket bekommen und ich dachte, wir packen das mal fix zusammen aus, weil das gehört irgendwie auch zu einem Weekly Reading da dazu, wenn ich Bücherpost bekomme. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal in das Paket rein, was da so drin ist. Gelesen habe ich heute natürlich noch nichts, aber ich möchte heute auf jeden Fall die Schwarze Zauberin weiterlesen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann melde ich mich auf jeden Fall später nochmal. Und es ist das Buch, was ich gedacht habe. Der zweite Teil von Die Legende der vier Königreiche vereint. Und auch dieses Buch ist wieder nicht sehr, sehr dick, was ich im Moment sehr, sehr erfrischend finde, denn mit ganz so dicken, denn ich brauche im Moment nicht solche riesigen Wälzer. Und ja, ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Der wird dann definitiv auch gleich mitgelesen. Und ja, das ist ja nur eine Dilogie, glaube ich, diese Reihe. Also ist diese Reihe dann auch damit beendet, was ich sehr, sehr cool finde, weil dann habe ich mal wieder eine Reihe beendet. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Und mehr gibt es eigentlich auch im Moment gerade nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich komme gerade von Arbeit und Arbeit ist Arbeit und da passiert jetzt nicht so viel Weltbewegendes. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann einfach später nochmal, wenn ich gelesen habe. Und ja, bis dann! So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe Die schwarze Zauberin weitergelesen. Ich habe jetzt noch 150 Seiten. Die werde ich dann morgen weiterlesen. Ich bin jetzt zu müde. Ich habe jetzt 150 Seiten noch gelesen und ich muss sagen, das Buch lässt sich inzwischen für mich echt besser lesen wie vorher. Und die Naivität unserer Protagonistin geht immer noch ein bisschen auf den Zeiger, aber es ist halt einfach so und damit muss ich leben. Und ich muss sagen, diese ganze Rassismus-Thematik, weswegen das Buch in Amerika ja total zerrissen wurde, kann ich einerseits schon verstehen, aber andererseits auch nicht. Also, um euch das kurz zu erklären, das Buch ist in Amerika rausgekommen. Das ist total gehypt worden, das Buch. Alle fanden es ganz, ganz toll. Und dann hat irgendein Blogger angefangen zu sagen, dass das Buch total rassistisch wäre und dass das absolut unmöglich ist. Und dann haben alle angefangen, auf diesem Rassismuskram herumzuhacken. Und ich muss sagen, es fallen definitiv rassistische Äußerungen gegenüber den anderen Völkern. Es haben aber so ziemlich alle diese Einstellungen in diesem Land. Also nicht nur das Volk, zu dem unsere Protagonistin gehört, hat solche rassistischen Einstellungen, sondern genauso die Kelten und die Elben und keine Ahnung, die ganzen anderen Völker, die es dort noch gibt, haben diese Einstellung. Also es geht darum, dass das Volk von Eloran, unsere Protagonistin, das soll halt quasi rein bleiben. Das sind Reinblüte und die sollen sich nicht mit anderen mischen. Und Eloran hat schon den ein oder anderen Spruch wirklich gucken lassen, wo du dir denkst, so Alter, das ist schon irgendwie rassistisch und homophob. Und ja, also es gibt dort ein Kapitel in diesem Buch, da erfährt sie, dass jemand homosexuell ist und sie reagiert dann wirklich sehr schlecht in diesem Moment, aber sie hat halt im Prinzip einfach nur Angst um diese Person und weiß halt nicht, wie sie mit diesem ganzen Kram umgehen soll. Deswegen kommt das alles so komisch rüber. Also ich muss sagen, ich empfinde die Protagonistin in dem Buch jetzt nicht als extrem rassistisch oder so, weil wie gesagt, es betrifft ja nicht nur unsere Protagonistin und das Volk der Protagonistin, sondern ja alle. Die haben ja alle dieses Denken. Und es geht ja in dem Buch schlussendlich auch darum, dass diese Denkweise, die diese einzelnen Völker in diesem Buch haben, ja im Prinzip nicht die richtige ist. Und es geht ja darum, da eine Wendung herbeizuführen und das halt, und dass das halt besser wird und dass halt alle nicht mehr diese verquere Denkweise haben. Und deswegen kann ich diese ganzen Rassismus-Kommentare und Äußerungen, die es zu diesem Buch gibt, nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich sag mal, wenn man
ich sag mal, wenn man ein bisschen engstirnig ist, kann man schon auf dem Thema rumhacken und darauf rumreiten, aber ich persönlich empfinde es nicht so, auch wenn schon hier und da die ein oder andere Äußerung fällt, wo ich sage, holla, alter Falter, Mädchen, was erzählst du da? Aber wie gesagt, es ist eine High-Fantasy-Geschichte. Es ist jetzt keine Geschichte, die in unserer Welt spielt, wo, ich sag mal, Europäer auf Asiaten herumhacken oder Afrikaner auf Amerikaner oder sowas. Also von daher habe ich damit absolut kein Problem. Und es ist und bleibt eine erfundene Jugendgeschichte. Und ich finde, man sollte das alles immer nicht so hochziehen. Und ich glaube, jetzt habe ich genug zu dem Thema gesagt. Und ja, ansonsten bin ich. Ich muss immer die Hände wechseln. Ansonsten bin ich gut durch das Buch gekommen. Wie gesagt, ja, Schreibstil, die macht mir inzwischen nicht mehr so viel aus. Und die Geschichte ist jetzt auch echt richtig spannend. Und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Und ich werde es dann morgen fertig lesen und euch dann abschließendes Feedback geben. Und mal gucken, vielleicht fange ich morgen dann noch ein anderes Buch an. Je nachdem, wie ich morgen mal zum Lesen komme. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich würde sagen, bis später. Ciao, ciao. Hallo, es ist inzwischen Mittwochnachmittag und ich habe noch nicht gelesen heute, aber ich habe wieder Buchpost bekommen. Deswegen dachte ich mir, wir packen die wieder zusammen aus. Seht ihr es? Ich sehe es. Tada! Es ist da! Mein Buch von Serena Vaughan. Wie cool ist das denn? Und ich freue mich voll. Und das Buch hat ein ganz komisches Format irgendwie. Ich habe gedacht, das ist so ein normales Taschenbuchformat, aber irgendwie ist das so ein ganz komisches, großes, flaches, dünnes Buch. Wartet mal. Kann ich euch auf meinen Knien abstellen? Ich habe das Stativ jetzt hier nicht dran. Wartet mal. Also das ist jetzt bevor wir fallen. Und das ist Afterwork. Afterwork ist das gleiche Format wie die Erbin. Und wenn wir das jetzt so da davor setzen, seht ihr das? Dieses Buch ist ein Stückchen größer noch. Wohl, nee, das ist genauso groß. Okay, also Ivy Years ist genauso groß wie das Afterwork, nur halt um einiges dünner. Und ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Es ist da. Ich bin schon so gespannt auf die Geschichte. Mir hat ja True North von der Autorin so gut gefallen. Ah, ich freue mich. Ich bin so happy. Und ja, ich finde es zwar immer noch schade, dass sie das Cover nochmal geändert haben. Das ursprüngliche Cover hat mir besser gefallen. Aber na gut, haben wir jetzt halt hier wieder ein Cover mit Blümchen und so. Naja, egal. Es sieht trotzdem schön aus und es fässt sich auch ganz toll an. Und ja, auch das werde ich dann jetzt gleich mitlesen. Ich glaube, das lese ich zuerst und danach lese ich Afterwork. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Und ja, meine Kamera kippt, verdammt. Ja, also das ist heute auch noch bei mir angekommen. Diese zwei Schätzchen sind bei mir eingezogen. Und jetzt lese ich aber erstmal die schwarze Zauberin weiter. Und ich würde sagen, ich melde mich wieder, bevor ich ins Bett gehe und fertig bin mit Lesen. Und ja, bis dann. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist inzwischen Donnerstag. Ich wollte gestern eigentlich noch ein kurzes Update filmen, aber habe ich vergessen. Deswegen dachte ich mir, wir machen das jetzt heute früh am Morgen, denn ich wollte euch noch was anderes erzählen. Ich habe gerade den The Darkest Minds Trailer gesehen. Und wer damit jetzt nichts anfangen kann, The Darkest Minds ist die Überlebenden von Alexandra Bracken. Und da kommt der Film diesen Sommer ins Kino. Und das finde ich mal richtig, richtig cool. Und der Trailer sah auch echt richtig gut aus. Ruby wird gespielt von der Schauspielerin, die bei Du neben mir auch die Hauptrolle gespielt hat. Und da fand ich die eigentlich ganz cool. Und ja, ich denke, ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Und das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst mal die Überlebenden lesen. Und weil ich mag das nicht, erst den Film zu gucken und dann das Buch zu lesen. Ich will erst das Buch lesen und dann den Film gucken. Deswegen werde ich die Überlebenden wohl doch dann die Tage mal mit in Angriff nehmen, wenn ich hier mal mit meinen anderen Büchern durch bin. Und Götterfunke will ich eigentlich auch schon seit Wochen lesen. Naja, ihr kennt das ja. Aber ihr wisst, wie das ist. Rezensionsexemplare haben nun mal Vorrang vor allem. Auf jeden Fall werde ich demnächst die Überlebenden mal lesen von Alexandra Bracken. Das wollte ich ja eh schon so lange machen. Und ja, finde ich very cool. Muss ich auch Jenny gleich mal fragen, ob die mit mir ins Kino geht. Mit der treffe ich mich sowieso am Wochenende. Da werde ich sie gleich mal anhauen. Und ja, gestern habe ich dann noch Die Schwarze Zauberin beendet. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen, zum Ende hin wurde das Buch immer besser und auch spannender. Und man hat dann im Endeffekt auch die ganzen Zusammenhänge verstanden. Und ich muss aber sagen, dass der erste Teil wirklich nur so ein Vorbereitungsteil war. Man hat also die ganze Welt kennengelernt, man hat unsere Charaktere kennengelernt, man hat auf jeden Fall die Völker kennengelernt, man hat diesen Hass, den diese Völker untereinander
haben und der immer wieder geschürt wird, den hat man kennengelernt. Und dann ist zum Ende natürlich noch was passiert und dann ist noch was passiert und dann ist noch was passiert und dann denkt man sich am Ende so, okay, was passiert jetzt bitte als nächstes? Und das Ende ist mal sowas von mitten im Satz. Kennt ihr das, wenn ihr Enden habt, die mitten im Satz sind? Dieser Satz wird dann zu Ende gesprochen, dann ist ein Punkt und dann ist das Buch vorbei und du denkst dir so, hallo? Das geht mal gar nicht. Was ist das denn jetzt für ein Ende? Und so ging es mir bei dem Buch auch. Also dieser letzte Satz, ich dachte mir nur so, schön, jetzt fängt es an, richtig interessant zu werden. Und ich glaube auch, dass der zweite Teil um einiges actionreicher wird wie der erste. Weil wie gesagt, der erste Teil war wirklich sehr, sehr ruhig erzählt. Und es ist gerade am Anfang, die erste Hälfte vom Buch passiert nicht wirklich viel. Und ich muss halt auch sagen, dass Lauren als Protagonistin in diesem Buch wirklich teilweise sehr nervig ist und sehr naiv und sehr mimimi. Aber ich vermute und ich hoffe, dass sie eine richtig gute Entwicklung in der Geschichte auch hinlegen wird, denn es steckt sehr viel mehr in Lauren, als sie selber im Moment schon weiß. Und das ist noch gar nicht thematisiert worden, diese ganze Sache. Und da ist noch so viel Potenzial in der Geschichte und da ist noch so viel offen, was da noch alles erzählt werden kann. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der zweite Teil erscheint. Ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Und ja, wie gesagt, fand das Buch nicht schlecht. Es war halt ein ruhiger erster Teil, aber kann ja nicht immer alles gleich voll mega actionlastig sein. Aber ich mochte das Buch und jeder, der gerne mal High Fantasy lesen möchte, mit ein bisschen mehr, wie nennt man das, Artenvielfalt? Also wo man halt nicht nur Elben hat und Menschen, sondern wo man halt wirklich ganz viele verschiedene Völker hat und ganz, ganz viel Verschiedenes ist, der sollte sich die Schwarze Zauberin auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, ich mochte es und freue mich auf den zweiten Teil. Und dann habe ich gestern gleich noch angefangen mit dem Schätzchen hier, mit den Ivy Years. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das Buch richtig gut. Ist ein schöner, lockerer, leichter Schreibstil. Ich bin jetzt auf den ersten, weiß gar nicht, wie viel habe ich gelesen, 64 Seiten. Und da ist jetzt noch nicht so monströs mega viel passiert, aber man hat Hartley schon kennengelernt und Cory. Und ich finde Cory als Protagonistin bisher richtig cool. Ich mag sie sehr und ja, bin gespannt, was da jetzt noch als nächstes passiert und wie das Ganze weitergeht. Und ja, heute will ich auf jeden Fall hier weiterlesen und mit Die Legende der vier Königreiche anfangen, denn das möchte ich auch beenden. Das ist ja nur eine Dilogie und ja, das ist so der Plan, aber erstmal muss ich nochmal arbeiten gehen. Und dann ist ja morgen schon Karfreitag. Juhu! Und ich würde das auch so machen, dass ich morgen nochmal das Weekly Reading mache und morgen nochmal ein Feedback gebe zum Weekly Reading und das Weekly Reading aber morgen schon beende. Das sind dann zwar nur 5 Tage, aber ich möchte am Samstag gerne anfangen zu vloggen. Also so richtig vloggen. Und das überschneidet sich ja sonst und das ist doof. Und ich denke, 5 Tage austesten für ein Weekly Reading, wie das jetzt hier so funktioniert und ob das jetzt so okay ist, wie ich das gemacht habe, das reicht, denke ich, mal aus. Also ihr müsst mir auf jeden Fall Feedback geben, ob euch das so reicht, ob ihr das doof findet oder wie wir das in Zukunft gestalten wollen. Ich habe da ja auch keine Ahnung, wie ihr euch das so vorstellt und was ihr euch da so wünscht. Schauen wir mal. Ja, also wir werden sehen, wie das Ganze ja läuft und ihr kommentiert mir auf jeden Fall, wie das Ganze so bei euch ankommt und sagt mir, ob das so okay ist mit diesen Updates oder ob ihr mehr noch zu den Büchern wissen wollt oder ob ihr mehr wissen wollt, wie mein Tag war oder keine Ahnung. Wir testen das jetzt einfach mal aus. So, ich mache mir jetzt fertig, frühstücke, gehe dann ins Büro und dann schaffen wir den letzten Tag heute auch noch hinter uns und nächste Woche habe ich Urlaub. Deswegen will ich auch vloggen. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir hören uns heute Abend wieder. Bis dann. Hey, ihr Lieben, da bin ich wieder. Es ist inzwischen Donnerstagnachmittag. Ich habe jetzt Urlaub. Wuhu, eine Woche frei. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe heute noch nicht gelesen. Ich habe gerade festgestellt, dass ich dieses ganze Video lang immer ungeschminkt bin oder gerade total zerstört aussehe. Und ja, auch jetzt sehe ich wieder absolut, naja, eigentlich nicht kameratauglich aus, aber ich glaube, ich bin aus dem Alter raus, dass ich eitel sein muss. Ja, warum ich mich melde, es ist noch ein Buch gekommen. Mir kommen die Woche wieder jeden Tag irgendwelche Bücher. Es gibt Wochen bei mir, da kommt nicht ein Buch ins Haus. Und dann in der nächsten Woche kommen, keine Ahnung, 5 Bücher mit einmal. Das ist irgendwie immer so. Und ja, ich dachte, wir packen das jetzt ganz kurz wieder aus. Und ich zeige euch, was da drin ist und so.
So, ich würde sagen, packen wir aus. Milo ist im Übrigen auch da. Hallo, Milo. Der hat keine Lust auf Kamera. Hat er eigentlich nie. Alles gut, das ist doch nur die Pappe. Du musst keine Angst haben. Schlumbi. Hallo. Na, mein Schatz? So, und da haben wir das Schätzchen. Ta-ta-ta-ta. Es ist Palace of Glass von C.E. Bernhardt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Da ist es, Palace of Glass. Ich habe das Buch auch beim Verlag wieder mit angefragt. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel beim Verlag angefragt, aber irgendwie kamen auch in letzter Zeit so unglaublich viele gute Bücher und irgendwie habe ich sie auch alle genehmigt bekommen. Also, naja, egal. Das ist jetzt das letzte Buch, auf das ich gewartet habe und ja, ich freue mich schon, das Ganze zu lesen und ich werde euch natürlich berichten, wie mir Palace of Glass gefallen hat. Das ist eine, ich glaube, irgendeine Fantasy-Dystopie-Irgendwas-Geschichte. Ich kann das gerade nicht so hundertprozentig sagen, was das ist. Also ich glaube, es ist dystopisch und ein bisschen Fantasy auch mit drin, weil die Menschen hier Fähigkeiten haben, besondere. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde euch berichten, wie mir Palace of Glass gefallen hat. Und ja, dieses Schätzchen ist heute noch angekommen. Auf jeden Fall will ich jetzt gleich anfangen mit Lesen. Und zwar will ich erst bei Bevor wir fallen ein bisschen weitermachen. Und danach will ich noch die Legende der vier Königreiche anfangen heute. Das ist so der Plan. Und ich würde sagen, ich melde mich dann vom Zu-Bett-Gehen wieder. Und ja, bis später. Guten Morgen. Eigentlich sollte jetzt das Leseupdate von gestern Abend kommen. Aber ich habe das einfach mal verpennt. Ich habe so bis Mitternacht gelesen und dann bin ich ins Bett gegangen und habe das einfach vergessen. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Und ja, deswegen mache ich das jetzt gleich heute früh. Ich habe gestern noch Bevor wir fallen beendet. Und ich muss sagen, dass das eine süße, niedliche New Adult-Geschichte ist. Aber es ist nichts, was mich jetzt extrem begeistert hat. Also ich würde sagen, das ist so guter Durchschnitt, das Buch, aber nichts, was sich jetzt für mich aus der Masse besonders heraussticht durch irgendwas. Also ich mochte den Ansatz der Geschichte, das war einfach mal was anderes und ich fand auch die Handlung an und für sich gut, aber es gab da halt so ein, zwei Sachen, die von ihm ausgingen, was ich nicht verstanden habe, was ich dann am Ende auch aufgeklärt hat, wieso, weshalb, warum er das gemacht hat, aber war für mich trotzdem nicht wirklich nachvollziehbar, das Ganze. Also da fand ich ihn einfach arschig. Also da war er einfach ein richtiger Arsch in dieser Situation. Und das fand ich richtig blöd. Und ja, also die Handlung her hat es mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich mochte die Charaktere auch, bis auf ihn, wie gesagt. Der war mir zeitweise sehr unsympathisch durch seine Aktion, die er immer hier so gestartet hat. Ansonsten, das Setting ist so ein typisches Adult College Setting. Auch das fand ich cool. Und was den Schreibstil betrifft von Serena Bowen, das war auch eher wieder ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil, passend zu einer Adult-Geschichte. Man ist richtig gut durch die Seiten gekommen, also man liest das Buch echt schnell weg. Also wie gesagt, ich habe ja vorgestern 60 Seiten gelesen und gestern den Rest. Ich muss sagen, das Buch ist natürlich auch mit seinen 311 Seiten nicht gerade sehr dick. Und ich finde, dem Buch hätten auch 50, 60 Seiten mehr, um an manchen Szenen ein bisschen mehr ins Detail zu gehen oder vielleicht noch ein, zwei Zwischenszenen zu schreiben, hätten dem Buch jetzt nicht geschadet. Also für mich war das streckenweise schon recht schnell abgehandelt alles und das fand ich ein bisschen schade. Und ja, ansonsten fand ich Ivy Years gut. Es ist ein gutes Adult-Buch, aber es ist halt nichts, was mich jetzt extrem begeistern konnte, was jetzt halt für mich extrem aus der Masse raussticht. Und ja, so viel zu den Ivy Years. Ich überlege jetzt, ob ich jetzt als nächstes den zweiten Teil von Die Legende der vier Königreiche lese oder ob ich vielleicht doch mit Götterfunke anfange. Ich will Götterfunke ja eigentlich schon seit, ich glaube, 2 Wochen habe ich es jetzt schon zu Hause. Eigentlich seitdem will ich es lesen, aber immer sind die Rezi-Exemplare da dazwischen gekommen. Jetzt habe ich wieder 2 Rezi-Exemplare hier rumkullern. So wird das nie was mit Götterfunke. Also ich glaube, wenn ich hier heute fertig bin mit Arbeiten, dann werde ich Götterfunke erstmal lesen. Ich habe ja die ersten beiden Teile auch innerhalb von, ich glaube, 2 Tagen gelesen und das liest sich auch echt schnell weg. Und dann denke ich mal, werde ich das lesen und dann habe ich diese Reihe wenigstens beendet. Ich glaube, ich lese jetzt erstmal Götterfunke. Ich habe jetzt Bock auf Göttergeschichten. Und Afterwork will ich dann auch noch anfangen, was ich von meiner Kollegin ja noch habe. Und ja, das ist so der Plan, was ich als nächstes lese. Ich werde heute Abend dann nochmal mich kurz melden und ein Update geben. Ansonsten werde ich dann heute aufhören mit diesem Weekly Reading. Ich muss sagen, ich bin auch mit diesem Weekly Reading nicht wirklich zufrieden. Ich muss mir jetzt das ganze Material erstmal angucken und gucken,
wie viel Müll ich erzählt habe und wie schrecklich ich manchmal aussah. Ich meine, ich bin jetzt auch wieder ungeschminkt. Und ja, schauen wir mal, wie das alles so aussieht. Und ich glaube, aber ich glaube, bei diesen Weekly Readings muss ich mich einfach erstmal reinfinden und halt dann auch wirklich jeden Abend ein Update geben. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, woran man sich gewöhnen muss. Weil das ist halt was, was normalerweise ja nicht zu deinem Alltag gehört. Ne? Normalerweise gehst du ja dann abends ins Bett, wenn du fertig gelesen hast oder Fernseher geguckt hast oder was auch immer. Und dann muss ich halt einfach erstmal dran denken, euch ja noch ein kurzes Update zu geben. Das darf ich nicht vergessen. Ja, ansonsten melde ich mich heute Abend dann nochmal kurz und morgen fange ich dann einen Vlog an, einen neuen. Und ich vlogge dann die komplette nächste Woche, weil da habe ich schon Urlaub. Ich würde sagen, wir hören uns heute Abend nochmal und dann morgen vlogge ich dann und dann kriegt ihr auch wieder einen Vlog mal wieder. Aber es ist halt, ne, wenn ich jeden Tag vlogge und es passiert einfach nichts in meinem Leben, ist das ja auch irgendwie sinnfrei. Deswegen mache ich ja nicht so viele Vlogs. So, und jetzt habe ich genug erzählt. Ich werde jetzt dieses Schätzchen irgendwo ins Regal noch einsortieren und dann muss ich noch ein bisschen arbeiten, denn ich will ja mein Osterversprechen halten und jeden Tag ein Video hochladen. Das heißt, ich muss diese Videos jetzt erstmal noch fertig schneiden. So, und ich höre jetzt auf, euch zuzukauen und würde sagen, bis später. Hallo, es ist Karfreitagabend und 9:30, glaube ich, so kurz nach 9:30. Und das ist jetzt der letzte Eintrag zu meinem Weekly Reading, was auch immer das jetzt hier wird, ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Ergebnis, glaube ich, am Ende auch nicht zufrieden, das weiß ich jetzt schon. Also irgendwie muss ich mir da noch was einfallen lassen, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Wir müssen das Ganze mal beurteilen, wenn das online gegangen ist und ihr euch das angeguckt habt. Also eure Meinung in die Kommentare, ich glaube, das habe ich jetzt schon 100-mal gesagt. Aber es ist halt wichtig, dass ich weiß, wie ihr das findet, ob ihr das doof findet, ob wir was anders machen sollen. Vorschläge nehme ich auch gerne an, aber vergesst nicht, ein Weekly Reading ist kein Vlog. Und bei einem Vlog gebe ich mir natürlich auch mehr Mühe, alles drumherum zu filmen, aber bei einem Weekly Reading soll es ja eigentlich ums Lesen gehen. Deswegen brauche ich ja drumherum nicht viel Film. Also, ich weiß nicht. Ich muss mir da mal was überlegen, wie wir das vielleicht gestalten. Vielleicht sollte ich ein Weekly Reading auch nicht von Montag bis Sonntag filmen, sondern vielleicht von Buch zu Buch. Also wisst ihr, was ich meine? Dass ich dann vielleicht ein Weekly Reading anfange, wenn ich ein neues Buch anfange und ich halt gucke, wie weit ich das Ganze schaffe. Und wenn ich halt 2 oder 3 Bücher in dem Weekly Reading gelesen habe, dass ich das dann zusammenschneide. Denn jetzt habe ich ja heute dieses Buch hier angefangen und das Endergebnis, wie mir das Buch gefällt am Ende, werdet ihr jetzt in diesem Weekly Reading nicht mehr sehen, weil ich ja jetzt aufhöre damit. Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken um diesen ganzen Kram. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt doch mit Die Legende der 4 Königreiche angefangen, weil das zum einen ein Buch ist, was nicht sehr dick ist. Es hat nur 311 Seiten und ich habe das erste Drittel heute auch schon gelesen. Ich bin auf Seite 110 und ja, ich wollte ja eigentlich, wenn ich das Buch hier gelesen habe, eine Reihenvorstellung machen zu den Büchern, weil ich dachte, es ist eine Dilogie. Aber nein, ich habe heute gesehen, im Februar 2019 kommt der dritte Teil raus und ich könnte gerade so richtig kotzen. Aber so richtig, richtig. Das finde ich so blöd. Ich habe echt gedacht, das ist nur ein Zweiteiler und es wurde, glaube ich, auch als Zweiteiler angekündigt und jetzt ist es aber doch ein Dreiteiler und jetzt muss ich bis nächstes Jahr Februar warten, ehe ich das zu Ende lesen kann und das finde ich voll blöd. Deswegen habe ich jetzt für mich meinen Upload-Plan im Kopf nochmal ein bisschen umgestaltet. Deswegen möchte ich versuchen, das Buch morgen fertig zu lesen. Dann kann ich das Buch mit dem Buch von der Schwarzen Zauberin zusammen in ein Video packen, weil es beides Bücher vom HarperCollins Verlag sind. Und dann hätte ich das auch gleich wieder mit weg, weil ich ja nun eh keine Reihenvorstellung machen kann, so Die Legende der 4 Königreiche. Tata! Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das Buch zu lesen. Wie ihr merkt, ich habe ein komisches Leseverhalten. Ich lese oft Bücher nach meinem Upload-Plan in meinem Kopf. Also ich habe ja immer so einen groben Plan, was wann online gehen soll, mit dem, was ich lese und welches Buch ich mit welchem zusammenpacke. Ich habe auch noch Size hier stehen, weil ich eigentlich auch das mit Vollendet noch zusammentun wollte, aber irgendwie komme ich da auch nicht da dazu und es ist immer auch ein anderes Buch, was da dazwischen kommt, aber ihr kennt das ja schon. Aber ihr wisst ja, wie das immer so ist mit dem Lesen. Ja, kommen wir aber mal zu Die Legende der 4 Königreiche. Ich muss sagen, ich bin relativ gut in die Geschichte wieder reingekommen. Ich wusste auch noch, was am Ende passiert ist. Ich wusste nicht mehr jedes Detail genau, wer wen umgebracht hatte, bei den Nebencharakteren auch. Und
Ich wusste auch noch, dass die da diese eine Burg angegriffen hatten, aber was jetzt genau gewesen ist, so im Detail, wusste ich nicht mehr. Entschuldigung. Also was jetzt so im genauen Detail passiert war, das wusste ich nicht mehr, aber das kam jetzt so langsam Stück für Stück wieder zurück. Und ich muss sagen, die ersten 110 Seiten haben mir auch wieder gut gefallen. Der zweite Teil setzt auch genau wieder dort an, wo der erste aufgehört hat. Und man merkt auch super die Spannung in der Geschichte zwischen den zwei Schwestern, die ja jetzt wieder vereint sind. Deswegen heißt ja das Buch Vereint. Und man merkt halt schon, wie gegensätzlich die beiden auch sind und was für gegensätzliche Ansichten die beiden auch haben. Und ich finde es sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Und jetzt ist der Prinz auch gerade wieder aufgetaucht, Cass. Und ja, ich freue mich gerade voll. Ich habe die beiden ja im ersten Buch total gefeiert, also Emmaline und Cass. Also eigentlich heißt er ja Casimir. Und ja, ich fand das ja cool und bisher gefällt mir der zweite Teil gut. Und wenn das jetzt halt wirklich nur ein Übergangsteil ist, dann ist das so. Und dann darf sich die Geschichte auch langsam entwickeln, denn das tut sie. Also wenn es jetzt wirklich der zweite Teil gewesen wäre, hätte jetzt hier schon ein bisschen mehr passieren müssen, wie das, was eigentlich passiert ist. Aber wenn es jetzt halt, wie gesagt, nur ein Übergangsteil ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sie planen gerade einen Mord an einer Person, die sich ein Königreich geangelt hat. Und ich möchte jetzt nicht so viel verraten, aber es ist auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passiert, denn diese Zwietracht zwischen diesen Völkern, die da gesät wurde und die wollen die umbringen und die wollen da an die Macht und die verbünden sich mit denen und die wollen die abmurksen und die hintergehen die und also es ist schon irgendwie alles gar nicht so einfach, da durchzublicken und ich muss nochmal gucken, ob im ersten Teil vorne eine Karte drin war, ich weiß es nicht mehr, aber hier im zweiten ist keine drin und ich habe gerade so ein bisschen Probleme, mir das Ganze vorzustellen. Also da muss ich morgen nochmal vorne im ersten Teil gucken, ob da eine Karte drin war. Ich weiß es nicht mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall gefällt mir der zweite Teil bisher wieder richtig gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und gucke, dass ich den morgen beenden kann. Dann hätte ich den jetzt auch im März gleich noch mitgelesen und könnte den noch mit in meinen Lesemonat nehmen. Mal schauen. Bis wann? Morgen habe ich noch Zeit. Morgen ist der 31. Schauen wir mal. Ja, ansonsten haben wir heute ja auch nichts. Ansonsten habe ich heute auch nichts weiter gemacht. Ich habe heute früh noch die zwei Videos fertig geschnitten, jetzt fürs Osterwochenende, die noch online gehen. Dann habe ich halt meinen ganzen Haushaltskram gemacht, damit ich jetzt am Wochenende Ruhe habe. Und dann waren wir heute Nachmittag noch bei den Großeltern von meinem Freund. Die haben uns zum Essen eingeladen, weil sein Opa Geburtstag hatte. Und ja, das war so mein Tag heute. Dann habe ich gelesen. Und unser Internet ist weggebrochen heute. Und jetzt kommt Schatzi und dann ist unser Internet eben noch komplett abgekackt und es ist irgendwie voll komisch, kein Internet zu Hause zu haben. Man kann kein Netflix gucken, man kann kein YouTube gucken, weil das alles so übelst aufs Datenvolumen geht. Und ja, meine, ich lese eh meistens, aber es ist schon irgendwie merkwürdig. Naja, egal. Ich höre jetzt auf zu labern und ich beende jetzt dieses Weekly Reading an dieser Stelle, denn wie gesagt, ab morgen wird gevloggt, richtig. Und ja, schauen wir mal, was die Vlogwoche so bringt. Und ja, wie gesagt, eure Meinung zu diesem weekly katastrophalen Reading bitte unten in die Kommentare. Gerne auch Verbesserungsvorschläge. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was jetzt hier am Ende bei rausgekommen ist. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios.